Was springt für uns dabei raus? Wissen ist ja schön und gut, aber ich muss auch von etwas leben. Tut mir leid, aber das interessiert mich wenig. Naja, Immoin ist neugierig über solche Sachen. Also, es wäre mir eine Ehre, so gelehrten Leuten wie euch bei eurer Suche nach Wissen zu helfen. Wir sind euch dankbar. Jetzt haben wir eine Chance, den aufregendsten Tag unserer Grabung abzuschließen. Wir werden heute in einen völlig neuen Raum vorstoßen. Möglicherweise das Quartier eines Schamanen oder Häuptlings. Darin können sich unzählige Relikte befinden. Ihr könnt euch frei bewegen. Eure Anwesenheit wird den Männern sicherlich Vertrauen geben. Habt ihr etwas gesagt? Oh, da kommt jemand. Hey, hallo, ihr. Können wir mal für einen Moment miteinander reden, ohne dass uns jemand zuhört? Ah, der macht schon mal einen auf Geheimnistour. Erstens, ich heiße Galor. Na, ganz toll, wie der anfängt. Erstens, zweitens, drittens. Zweitens, wir haben nie ein solches Gespräch geführt. Das macht ihn schon mal suspekt, wenn er sowas sagt. Ich bin der Partner dieses alten Charleston, mit dem ihr zu tun hattet. Wobei ich aber nicht übermäßig an den nicht so gewinnerträchtigen Aspekten der ganzen Sache interessiert bin. Was? Ach so, der will einfach Kohle machen. Der hatte scheint zu denken, wir sollen all unsere Fundstücke irgendeinem Museum spenden. Was ihn schon mal wieder sympathisch macht, also den anderen, mit dem wir gesprochen haben. Weil der will nicht Profit, der will einfach bloß, dass das Wissen erhalten bleibt. Ich bin da ein bisschen praktischer veranlagt. Ja, Geld. Ich denke schon, dass es Leute gibt, die für den magischen Schatz, den wir gerade heben, gutes Geld zahlen würden. Und wenn die so darauf erpicht sind, warum sollten wir uns ihnen dann in den Weg stellen? Wie wär's, wenn ihr mir das Ding holt, damit ich den alten Nip aus meiner kleinen Rechnung streichen kann? Na, wie klingt das? Einverstanden? Wenn ich Charleston angreife, müsste ich viele der Arbeiter töten. Das gäbe ein regelrechtes Blutbad und damit will ich nichts zu tun haben. Ja, eigentlich schon. Was gibt's noch? Ein magischer Schatz. Ich dachte, niemand wüsste, was hier versteckt liegt. Warum seid ihr euch so sicher, dass es viel wert ist? Das ist ein blutiger Gefallen, um den ihr mich da bittet. Wie würde ich für ein solches Risiko entlohnt werden? Für blutige Kämpfe bin ich immer zu haben. Nein, Minsk, du hast das Schwert schön im Rucksack, oder? Heute Abend schon werden sie tot sein. Nein. Das würde Minsk höchstens machen, wenn er das komische Schwert anlegt, aber nicht so. Fragen wir ihn erst einmal, woher er weiß, dass das Ding so viel wert ist. Der alte Nip würde es ja nie zugeben, aber das liegt vor allem daran, dass er die Grabung von Flüchen fernhalten möchte. Ja. Aus dem, was ich aus den alten Schriften entziffern konnte, enthält der letzte Raum die Platte, die Belohnung beschert und Gott Nahrung bringt. Da muss man kein Genie sein, um herauszufinden, was das heißen soll. Ganz offensichtlich ist das Ding, das da unten unter dem Dreck und Schutt liegt, so verzaubert, dass er Belohnung beschert. Ob nun durch eine bessere Ernte oder gute Jagdbeute, ist mir egal. In jedem Fall dürfte das Objekt dieses Alters und mit dieser Verzauberung einen hübschen Preis einbringen. Und ich beabsichtige dafür zu sorgen. Ihr könnt dabei sein, wenn ihr wollt. Die Platte, die Belohnung beschert und Gott Nahrung bringt. Das klingt irgendwie gegensätzlich. Also die Platte beschert einem zweite Belohnung, aber man muss dem Gott etwas opfern, was ihm als Nahrung dient. Das ist eine ziemlich dürftige Beschreibung, die ihr mir da gibt. Ich denke doch, dass verschiedene Gottheiten verschiedene Arten von Gaben einfordern. Wisst ihr, ob diese alte Gottheit Gaben fordert, die wir als wertvoll betrachten würden? Nein. Wir nehmen einfach wieder wirklich das Erste. Wenn ich Charleston angreife, müsste ich viele der Arbeiter töten. Das gäbe ein regelrechtes Blutbad und damit will ich nichts zu tun haben. Verdammt, ihr seid ja genauso vorsichtig wie der Alte. Na, denn ich werde andere Mittel finden, ein gerüttelt Maßgewinn aus diesem Fiasko zu ziehen. Ihr macht euch besser wieder auf dem Weg. Na, sehr freundlich war der auch nicht gerade und er will nur Geld. Oh, da ist noch ein Eingang. Diese Höhle ist immer noch durch Tonnen von Stein und Geröll versperrt, also hier kommen wir schon mal nicht rein, wahrscheinlich nur hier. Ja. Geschafft, wir sind dabei, den letzten verbleibenden Raum zu betreten. Es ist das Domizil des Schamanen, ganz sicher. Jetzt bekommen wir endlich genauere Informationen darüber, wer diese Leute waren und wie sie gelebt haben.
Oh, Zwischensequenz. Wir folgen ihm. Hoffentlich verkeilen die sich nicht da oben. Sieht fast schon so aus. Ja. Erfolg, wir betreten gerade den letzten Raum. Das ist sicherlich das Domizil des Schamanen. Jetzt werden wir endlich richtige Auskünfte darüber erhalten, wie diese Leute wirklich waren. Hey Chef, ich fühle mich nicht so gut. Die Luft hier ist so verbraucht. Naja, das Ding ist mehrere hundert Jahre eingestürzt gewesen. Da gab es nicht viel Luft hier drin wahrscheinlich. Eine gute Frage, junger Mann. Was für eine Frage. Okay, solche Archäologen sind manchmal ein bisschen neben der Spur. Ich würde annehmen, dass wir die ersten Leute seit 5000 Jahren sind, die diesen Raum betreten. Okay, da lag ich mit meinen paar hundert Jahren ein bisschen weit daneben. Selbst die Götter von Nisari wären damals noch jung gewesen. Also ja, er wird damit darauf ansprechen, 5000 Jahre, dass hier unten keine gute Luft ist. Es ist so kalt hier drin. Ich fühle mich so seltsam. Okay, das klingt langsam nicht mehr so gut. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Ich höre eine hohle Stimme wie aus dem Grab, so ein Nuscheln. Sprich lauter und führe meine Hände. Ah! Du, ich sehe, was du bist. Dein Tod bringt mir Macht. Dein Blut wird die Stimme beruhigen. Blut, Blut, Blut. Okay. Die Bergarbeiter drehen durch. Und greifen uns an. Ja. Gut. Okay, 7 Erfahrung pro Bergarbeiter. Ja. Hallo. Ich glaube, ich kann erklären, welcher Wahnsinn meine Leute geritten hat. Sie schienen in einer alten Sprache zu reden, aber ich habe das Wort Kosa erkannt. Dies ist der Name einer altertümlichen Macht. Der Name des Gottes des Chaos. Der Stamm, der hier gelebt hat, muss zu den Anhängern von Kosa und der Zerstörung gehört haben, die er mit sich brachte. Auslöser dieses ganzen Blutvergießens muss das Artefakt gewesen sein, das in diesem Steinsarkophag liegt. Auf diesem Artefakt liegt ganz sicher ein unglaublicher Fluch. Bitte sorgt dafür, dass es in seinem angestammten Platz bleibt. Wir werden den Eingang versperren. Es darf nie wieder ans Tageslicht gelangen. Es ist wirklich schade. Ich wollte ein bisschen Licht in das Leben eines lang erloschenen Volkes bringen. Seht, was ich angerichtet habe. Einigen Dingen sollte man halt doch den ewigen Frieden gewähren. Hier ist euer Lohn für die Zeit, die ihr hier verbracht habt. Ich benötige eure Dienste nicht mehr, alles einpacken. Wir verlassen diesen unseligen Ort. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Ruf, 1000 Erfahrung. Könnte vielleicht helfen. Ja, hier am Moddert. Aber einen Lohn haben wir nicht gekriegt. Düna, hier, schau dir mal den Steinsarkophag an. Ich bin doch mal neugierig. Wir lassen das, was da drin ist, auf jeden Fall liegen. Ein Idol. Guck dir das Idol mal genauer an. Dieses Götzenspiel steht Kosa, den Sturmstern, da. Eine seit lang vergessene Gottheit, die früher von den weniger mächtigen Schichten der Bevölkerung von Nisari verehrt und gefürchtet wurde. Die Verehrung dieses Gottes der Stürme, Erdbeben, des Krieges und der Rebellion wurden von vielen mächtigen Erzmagiern im Reich verboten. Daher wurden viele Altäre und Tempel, die Kosa geweiht waren, an geheimen unterirdischen Orten errichtet, wo sich die Anhänger des Gottes leichter verstecken konnten. Also ja, der Götze sieht wirklich nicht so toll aus, vor allem mit dem Stacheln und den fehlenden Händen. Ich glaube, Düna, hier, du tust den lieber wieder zurück. Was? Nichts leichter als das. Du hast uns nichts mehr zu sagen. Ja? Dann verlassen wir diesen Ort am besten. Ganz schnell wieder. Weil ich sehe hier auch nichts wirklich Interessantes, was man noch plündern könnte. Oh, ein Bergarbeiter. Und was ist das? Untergangsmelder? Unter meiner Würde. Euer Leben liegt in meiner Hand. Bei der Sache.
Was? Ilf Nakor dann Osa Kosa. Bla 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 Kosa. Das Idol muss das Idol finden. Du ignorierst uns, oder? Ja, er ist einfach da reingelatscht. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ist er jetzt etwa hier unten? Gucken wir mal ganz vorsichtig, wenn ich ihn hier unten finde, renne ich schnell weg. Und dann kämpfen wir gegen ihn. Nein, es ist nur der Typ immer noch hier. Der sagt uns immer nichts. Immer noch nichts. Und das Idol. Das Idol ist auch immer noch da. Okay. Der Untergangsbäder ist einfach hier reingerannt und dann verschwunden. Er sagte nur, er muss das Idol finden. Auch gut. Unter meiner Würde. Und er taucht nicht nochmal neu auf. Das wäre nämlich auch übel. Auch wenn es mich wundert, dass er uns nicht angegriffen hat. Das war, weil Dünner hier sich das Idol wohl angeschaut hat. Gut, gucken wir uns hier einfach fertig um. Hier in dem Gebiet gehen wir am besten wieder so im Zickzack, also hier rum, hier runter und dann nach ganz unten. Hier im Norden ist, soweit ich weiß, genau, da geht es zu diesem Turm, den wir da sehen können. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Wow, Kampfhunde von hinten. Ein ganzes Rudel Kampfhunde. Talisa sieht übrigens nicht ganz so gut aus. Obwohl, nicht ganz so gut war jetzt vielleicht übertrieben. Sie sieht halt etwas leicht angeschlagen aus. Die anderen sind alle noch kerngesund, oder? Jupp. Hier ist es ein bisschen hügelig. Mal wieder. Oh, Tasmel. Na, Jungs. Au, das hat Minsk ein bisschen wehgetan. Und jetzt rennt die Tasmel weg. Na, der eine ist schon mal stehen geblieben. So, den anderen mache ich mir gar nicht die Mühe zu jagen. Wegen den paar Erfahrungspunkten. Ja, und ich habe beschlossen, ich gehe anders im Zickzack. Ich gehe jetzt erstmal hier runter und gehe dann so rum im Zickzack wieder nach oben. Tasto, hier moralisches Versagen, Wahnsinn. Der wollte Yahira angreifen. Also er ist wieder zur Vernunft gekommen, wollte Yahira angreifen und hat sich dann gleich wieder in die Hosen gemacht. Jo. Oh, Riesenspinnen. Für die Gefallenen! Sie sind vielleicht etwas garstiger als Tasto hier. Für die Gerechtigkeit. Aber es sind zum Glück nur Riesenspinnen, in Anführungszeichen. Es gibt ja noch garstigere Vertreter ihrer Art. Fallen mir so auf den ersten Moment zwei Stück ein, denen wir auch noch begegnen werden, aber über die ich nicht noch mehr verraten will. Spoiler und so. Und ja, ich kenne Baldur's Gate ziemlich gut. Heißt nicht, dass ich hier jetzt unnötig Spoiler an. Muss. Oh, hier ist ein Fluss übrigens. Ich dachte eigentlich, hier wäre schon Küstengebiet, aber hier ist erstmal nur ein Fluss, der wahrscheinlich ins Meer reinmündet. Können wir mal kurz schauen.
wir könnten hier wirklich noch hier sein. Ja, das könnte wirklich... Jo, das ist gerade noch die der Rest der Flussbiegung. Von dem großen Fluss, den wir da im Süden erkundet haben. Also nahe der Gnollfestung. Sind wir hier oben nicht sogar Flints begegnet? Ja.